Italien, wie ich ja die Etikett mitbekommen habe. Deswegen habe ich sie Bachelor
zu gehen. Man sah die ganze Stadt bis zum Meer während des Sonnenuntergangs. Ihr könnt euch denken, wie viele Fotos wir gemacht haben. Es war so schön. Wir spazierten noch ein wenig auf dem Hügel herum, bis wir dann schließlich wieder heruntergingen und noch ein wenig die Stadt erkundeten. Wir hatten nämlich noch ein bisschen Zeit, bis unsere Reservierung im Restaurant war. Wir entdeckten dabei Teile der Stadt, bei denen wir noch nie waren. Und wir waren schon oft in dieser Stadt. Es gab dort so viele nette Cafés und wunderschöne Plätze, einen Park. Bei einem Café waren wir so angetan, dass wir entschieden, nach dem Essen dort noch hinzugehen. Dann war es schließlich schon Essenszeit und wir gingen zu einem asiatischen Restaurant, zu dem wir immer gehen. Die kennen uns da auch schon. Das Essen war wie immer ausgezeichnet. Ich habe diesmal auch einen Soju probiert. War sehr lecker. Schließlich gingen wir wieder Richtung Stadt und bummelten ein wenig durch die Straßen. Dann ging's zu dem vorhin bereits erwähnten Café. Ich habe dort einen Tee bestellt, der kalt war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das für ein Tee war. Aber er war wirklich lecker und hatte irgendeine Blume drin. Nachdem wir ausgetrunken hatten, gingen wir wieder Richtung Auto. Als ich bemerkte, dass sich meine kleine Blase meldet und ich ging nochmal aufs Klo. Ich ging nochmal zu dem asiatischen Restaurant, weil die uns schon kennen und ich da ohne Scham nochmal aufs Klo gehen konnte. Schließlich kamen wir wieder am Auto an, machten Musik übers Handy und fuhren nach Hause. Daheim angekommen, packte ich alle meine Sachen aus. Noche und Pancelo bekamen ihren Namen. Dann aß ich noch eine Schüssel Cornflakes und schließlich ging's ab ins Bett. Ein wirklich gelungener Tag. Alright, thank you so much for listening. I hope you liked that little story. It's a very fond memory of mine. I always love visiting Greece. So yeah.